Schön, dass Sie den Weg gleich gefunden haben. Ich weiß, der Laden sieht nicht so einladend aus, aber das täuscht, das täuscht. Das ist eine ordentliche tschechische Kneipe. Ja, für die tschechische Kneipe ist es hier, glaube ich, ein bisschen zu warm und zu hell drin. Mit diesen Worten empfängt Martin Becker die Leserinnen und Leser auf Seite 1 seines neuen Buches Warten auf Kafka. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir würden in so einer Fantasiekneipe beisammensitzen und den Geschichten lauschen, die der Autor aus Prag mitgebracht hat. Der Text ist sogar eingeteilt in Getränkerunden und so trinken wir im Verlauf des Buches ganze 7 Bier. Dafür sieht meine Kollegin Sophia Sporopoulos noch relativ fit aus. Sie wird jetzt gleich das Interview mit Martin Becker führen. Begrüßen Sie also jetzt mit mir zusammen Sophia Sporopoulos auf dem roten Sofa mit Martin Becker. Herzlich willkommen. Die Leipziger Buchmesse 2019 bei Mephisto 97.6. Interviews auf dem roten Sofa. Ja, danke Annike und auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Du bist ausgezogen, um in deinem Buch die tschechische Seele so ein bisschen zu vermessen, sage ich mal. Und gleich sprechen wir natürlich auch drüber, worum geht's in dem Buch, was ist die tschechische Seele, aber bevor wir darauf kommen... und auch vielleicht auf die kafkaesken Erlebnisse, die dir dort widerfahren sind, muss ich noch eine ganz wichtige Frage klären. Und zwar, wir haben es ja gerade schon gehört, die Kneipe ist der Dreh- und Angelpunkt so ein bisschen von der ganzen Sache. Ja. Und deswegen habe ich natürlich 2 Flaschen Bier mitgebracht. Sehr schön. Damit wir hier auch in die richtige Kneipenstimmung kommen. Und zwar einmal eins aus Leipzig und einmal eins aus Prag, wenn ich dir schon mal beide Flaschen hier so abstellen darf. Und dann kannst du dich entscheiden, denn die wichtigste Frage ist natürlich tschechisches oder deutsches Bier. Normalerweise würde ich sagen, immer tschechisches Bier, aber aus Sentimentalitätsgründen, weil ich vor einem Jahr aus Leipzig weggezogen bin, bitte ein Leipziger Bier. Alles klar, dann müssen wir einmal sehr tauschen. Sehr schön, ja. Ich stelle es hier ab. Tut mir leid. Und ich habe natürlich auch einen Öffner. Ach, das ist gar kein Problem. Das kann man sogar hören. Ui. Ja, dann würde ich mal sagen, Prost. Nastravi. Nastravi, ich wollte schon fragen, wie es heißt auf Tschechisch. Ja, es ist ja zum Glück nur ungefähr 25 Grad warm. Ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, dass ich gar keinen Alkohol vertrage und sofort ausfallen werde, wenn ich Schluck getrunken habe. Ja, super. Gut, gute Voraussetzung. 2 Bierchen, wir haben es gerade gehört. Die Kneipe ist eigentlich der zentrale Ort der tschechischen Seele. Warum das? Ich glaube, weil in der Kneipe schon immer ziemlich frei von der Leber weggeredet werden konnte. Als zum Beispiel das Deutsch noch Maß aller Dinge war in Prag, da hat man sich in der Kneipe getroffen, um Tschechisch zu sprechen. Zur Zeit des Kommunismus war die Kneipe auch der Ort, wo man noch einigermaßen sich unterhalten konnte, ohne dass man zwangsläufig total bespitzelt wurde. Das heißt, die Kneipe spielte, was die Gesellschaft angeht, immer eine sehr wichtige Rolle. Und was die Literatur angeht, somit eigentlich auch. Das heißt, Bohumil Hrabal, so der Kneipendichter schlechthin, hat das ja mal schön zusammengefasst. Der hat gesagt, man hört die Geschichten des Lebens in der Kneipe. Das ist die Realität. Aber wie erzählt man dann? Indem man die Wirklichkeit mit den Hefepilzen der Fantasie zum Schäumen bringt. Und das ist so die beste Zusammenfassung. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass auch heute noch, Klischee hin oder her, die Kneipe für das tschechische Leben und fürs tschechische Schreiben eine große Rolle spielt. Mhm. Und worin würdest du sagen, besteht jetzt der größte Unterschied zwischen der tschechischen und der deutschen Kneipenkultur? Ich bin ja fast sprachlos ob der Frage, es gibt keinen Vergleich. Nein, natürlich nicht, das war ein Spaß. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass natürlich die tschechische Kneipe ein etwas anderer Mythos ist. Ich habe das Gefühl, dass sich da, je nachdem, wo man sich befindet, in was für einer Spelunke man sich befindet, immer noch auch die Schichten ein wenig mischen. Ich habe das Gefühl, dass man alleine in die Kneipe gehen kann und zwar ganz egal, tatsächlich mehr oder weniger, ob Mann oder Frau, und man wird nicht dieses Gefühl haben, was man in Deutschland hat, dass man der einsamste Mensch der Welt ist, wenn man alleine in die Kneipe geht. Mag sein, dass das in Tschechien auch so ist, aber ich habe das ab und zu mal gemacht und dann ist man mit viel Glück spätestens bei der ersten Zigarette zum Bier dann nicht mehr ganz alleine. Also die Kneipe quasi mehr als Ort der Geselligkeit noch in Tschechien. Ist das auch das, was für dich eine gute Kneipe ausmacht? Ja, wenn es gut läuft, was man natürlich auch in Prag selten erlebt, dann... Man sitzt halt zusammen, man sitzt an einem Tisch, man kommt mit Leuten ins Gespräch, mit denen man vielleicht sonst nicht ins Gespräch gekommen wäre. Das kommt tatsächlich noch vor, das passiert tatsächlich, dass man halt anfängt, so sich zu erzählen, dass man so ins Gespräch kommt. Und hinzu kommt noch ein Faktor,
In Tschechien sagt man, die Kneipe ist eigentlich das richtige Wohnzimmer oder das zweite Wohnzimmer. Das liegt natürlich daran, wenn man sich Prag anschaut, wenn man sich anschaut, wie hoch mittlerweile die Mieten in Prag sind, das war eigentlich immer so, man wohnt in sehr kleinen Wohnungen, das heißt, man würde sich jetzt nicht ins Wohnzimmer hocken zusammen oder unbedingt in die ganz kleine Küche, sondern man trifft sich in der Kneipe. Da wird bequatscht, was das Leben so gerade zu bieten hat, da wird aber auch bequatscht, irgendwie, wenn es um Arbeitsdinge geht. Es ist einfach auch ganz normal, mittags sich schon mal auf ein Bierchen, wie wir es jetzt tun, zu verabreden. Das heißt, ist die Kneipe in Tschechien auch für mehr Leute tatsächlich noch ein Ort, wo man regelmäßig hingeht? So als hier? Ja, es wird immer wieder abgestritten. Ich habe mal einen Schriftsteller interviewt, sogar im Rahmen meiner Radioarbeit zum Thema Kneipe. Und er sagte sofort von Anfang an, nein, da kommst du aber deutlich zu spät. Die Kneipe spielt gar keine Rolle mehr. Wie oft gehe ich noch in die Kneipe? Vielleicht einmal, ja gut, so zweimal. Ja, so 3-4 Mal die Woche vielleicht, ja gut, aber es ist halt, obwohl, wenn ich so an letzte Woche denke, doch, eigentlich war es total schön. Okay, eigentlich ist es immer, doch, ja gut, wir können mal das Interview anfangen, ich bestelle mal ein Bier. Alles klar. Und jetzt hast du auch gerade schon gesagt, du hast selbst in Leipzig gelebt, längere Zeit, bis vor kurzem weggezogen. Mhm. Eine Frage, die mich und wahrscheinlich auch viele Zuhörenden hier und in Leipzig interessiert, hattest du hier auch so eine Art Stammkneipe oder Lieblingskneipe? Es gab hier schon Kneipen, in denen ich öfter war. Ich hatte tatsächlich in Konnewitz so meine Stammkneipen, weil ich in Konnewitz gelebt habe, 10 Jahre lang. Und da gab es das alte Waldfrieden und das neue Waldfrieden, das darf man ja ruhig mal so nennen. Dann gab es auf der Wolfgang-Heinze-Straße Kneipen, in denen ich durchaus öfter mal war. Dann gibt es natürlich Frau Krause, die sich natürlich sehr an einer tschechischen, das orientiert sich ja sehr an einer tschechischen Kneipe, bis hin zu dem gebratenen Käse, der ja in Tschechien, der Smaženýsýr, der gehört ja in Tschechien wirklich zu dem Kneipenessen schlechthin. Auch die Speisekarte orientiert sich daran. Also wenn man so minimales tschechisches Kneipengefühl haben möchte, Frau Krause hat es bis heute noch. Ja, das war tatsächlich auch die erste Kneipe, in der ich gelandet bin. Ich bin noch nicht ganz so lange in Leipzig und habe damals an meinem ersten WG-Besichtigungswochenende eine Leipziger Einwohnerin gefragt nach einem Tipp und sie hat mir das Frau Krause empfohlen und dann sind wir da so reingestrandet und so darf ich mir also die tschechische Kneipe auch vorstellen. Ja, und ab da geht es nur noch abwärts, aber es ist schön. Alles klar. Gut, jetzt sind wir schon beim Thema Städte angekommen, haben wir ein bisschen über Leipzig getratscht und es geht natürlich auch um Weimar. Da hast du ja auch gelebt und da habe ich in deiner Biografie gelesen, nächtliches Lärmen und Singen und du wurdest fast von der Polizei festgenommen. Ja. Was war das für eine Geschichte? Ach, das war eine ganz tolle Geschichte. Da gibt es sogar noch einen Mitschnitt davon. Ich kam aus der Kneipe, es war spät nachts und dort stand eine Gruppe von Architekturstudentinnen und Architekturstudenten und hat Der Mond ist aufgegangen gesungen, mitten in der Nacht, einfach aus der Kneipe kommt. Das war schon mal schön gesagt, eigentlich. Das war sehr schön, das war wunderschön und so schön, dass ich gesagt habe, komm, sing doch nochmal eine Strophe, ich möchte das nochmal aufnehmen. Ah. In dem Moment kam die Polizei, weil Anwohner angerufen hatten wegen Ruhestörung und die waren sehr undiplomatisch und weil sie so undiplomatisch waren, war ich dann natürlich auch ganz, ganz undiplomatisch. Und dann hat es da fast so eine Eskalation gegeben, wo ich hätte mitfahren müssen. Netterweise, die Polizisten waren sehr, sehr nett, muss man im Nachhinein sagen. Sie haben nämlich einige Beschimpfungen meinerseits einfach ausgeblendet. Alles klar. Also, und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich mittlerweile mit der Polizei sehr viel zu tun habe, also rein privat, aus ganz privaten Gründen, weil meine Freundin bei der Polizei arbeitet, weiß ich mittlerweile, das hätte richtig teuer werden können für mich. Okay, und das gibt's auch noch alles auf Band? Das habe ich alles noch auf Band, aber das darf man natürlich nicht sagen, weil sonst ruft die Polizei bei mir an. Ja, gibt es natürlich auch nicht auf Band, also war ja alles nur ein Scherz. Es ist nur ein MP3, gibt es gar nicht auf Band. Gut, dann kommen wir mal natürlich zur wichtigsten Stadt, um die es hier gehen sollte, nämlich Prag. Und wenn man dein Buch liest, dann hört man, dass er wirklich ein glühender Prag-Fan spricht. Woher kommt denn deine persönliche Liebe zu dieser Stadt? Das ist eine tief romantische Geschichte, aber es ist nichts als die Wahrheit. Ich hatte keinerlei Beziehung zu Prag, außer über die Literatur, außer über Kafka und Kundera, die ich so als Jugendlicher kennengelernt habe. Dann bin ich 2006 das erste Mal nach Prag gefahren, wirklich das allererste Mal. Und ich habe dort eine Lebensmittelvergiftung gehabt, sofort an meinem ersten Tag. Die habe ich mir aber aus Berlin mitgebracht, das war nicht Prag. Und ich bin an meinem ersten Abend in Prag im Krankenhaus gelandet. Ach schön. Ja, das war toll, das war ganz, ganz prima. Nein, und ich sollte sogar im Krankenhaus bleiben. Es ging mir also gar nicht gut und trotzdem, obwohl mir so übel war, habe ich halt gemerkt, da gibt es diese tiefe Verbundenheit sofort zur Stadt, zur Sprache, zu den Menschen. Das war ein richtig extremes Willkommen, kann man durchaus sagen. Aber auf eine Art war es auch tatsächlich angemessen.
Seitdem war alles vorbei. Ich sage immer, das war eine ganz üble Liebe, die so angefangen hat. Ab da war ich fast jeden Monat da. Ab da habe ich angefangen, Tschechisch zu lernen. Ab da habe ich mich so richtig an die Stadt verloren. Und das lief ganz lange als Fernbeziehung, als Fernliebesbeziehung, ja. Bis ich 2017 tatsächlich dann für ein Jahr eine Wohnung in Prag hatte. Ja, und dann dieses Buch geschrieben habe. Genau, und das war dann das eine Jahr Recherche genau. Für das Buch. Mhm. Ja, krass, ein nicht ganz so einfacher Start in der Stadt und dann trotzdem die große Liebe. Und ich habe mich beim Lesen dann auch mit der Zeit so ein bisschen gefragt, wo ist der Haken? Weil der erste, also ich habe es mir sogar aufgeschrieben, das erste negative Adjektiv, das du mit Prag assoziierst, kommt auf Seite 130 erst. Ui, okay. Und da schreibst du, es sei auch eine nervige Stadt. Mhm. Was meinst du damit? Es ist letztlich ja auch eine Metropole in Mitteleuropa. Das heißt, es ist eine sehr große Stadt. Es ist auch, ich muss es einfach mal so sagen, eine durchaus hochnäsige Stadt. Das Pragerische, also der Prager kennt nur Prag und sonst nichts. Das gehört auch alles dazu. Naja, und es bringt alles mit, was eine Metropole mit sich bringt. Es bringt zum Teil noch, und das war aber, ich dachte, in dieser Seelenkunde hätte das wenig Platz gehabt, es bringt zum Teil auch noch so ganz kleine Relikte aus dem Sozialismus mit, wo man sagen muss, damit haben die Tschechinnen und Tschechen mehr Probleme als ich, also die Bürokratie. Man wird manchmal wahnsinnig, wenn so ganz, ganz kleine Dinge, also wenn man in Prag versucht, irgendeinen Vertrag für irgendetwas zu unterschreiben, es ist immer mit so viel Papier verbunden und man möchte sagen, warum macht ihr euch das Leben denn so schwer? Das ist und das als Deutsche, also ja, genau. Das ist ja auch schon ganz oft wirklich Kafkaesk. Was mich auch stört und wo ich aber dachte, dieses Buch ist nicht der Rahmen dafür, aber natürlich muss man es auch nicht verschweigen, es wird ja manchmal angedeutet, ist natürlich dieser gesellschaftliche Wandel, der sich gerade vollzieht, wo ich einfach sagen muss, es gibt diesen populistischen Milliardär, der jetzt Staatspräsident ist und gegen populistische Milliardäre predigt. Es gibt einen mittlerweile ja tatsächlich recht greisen Präsidenten, der recht greise Dinge tut dann und wann. Dieses gesellschaftliche Klima, das sich so verändert, wo ich denke, das, was ich an Prag schätze, das, was ich an Tschechien schätze, eine Offenheit, eine gesellschaftliche Offenheit, eine Art, das Leben leichter zu sehen, das geht zum Teil stellenweise verloren. Es geht so ein Riss durch die Gesellschaft. Es gäbe also tatsächlich neben all dieser großen Liebe, die ich wirklich für Land und Stadt habe, auch einiges natürlich zu kritisieren. Nur habe ich mir gedacht, wenn ich so eine Literaturgeschichte schreibe, so eine Verehrung, wo ich wirklich sagen will, warum liebe ich das, so eine Beschreibung von außen, dann sind es manche Dinge, im Tagesjournalismus, da könnte ich mich dazu äußern, aber nicht in diesem Buch. Okay, also es war schon auch so angelegt als quasi eine Hommage an das tschechische Volk und ja, und es hat sich beim Schreiben natürlich auch so entwickelt, muss man auch sagen. Und wahrscheinlich auch in dem Jahr dort. Mhm. Jetzt kommen in dem Buch auch viele Prager Persönlichkeiten zu sprechen selbst, die sehr Gutes über die Stadt berichten, wie du auch schon sagst, dass die alle auch ihre Heimatstadt sehr lieben. Worin würdest du sagen, liegt denn der Vorteil an deiner Außenperspektive? Dass ich natürlich Dinge sehe, die man vielleicht selber dort nicht mehr sieht. Zum Beispiel, was den Umgang mit Klischees angeht. Natürlich kann ich verstehen, dass man als Tschechin oder Tscheche sehr genervt ist davon, wenn man immer diese Bierseligkeit aufs Brot geschmiert bekommt und immer diesen Humor und immer dieses Schwäksche. Das sind natürlich Klischees. Und es nervt natürlich auch, wenn immer wieder das hervorgekramt wird, was natürlich auch eine mitteleuropäische Seite gibt, die nicht anders ist als in Deutschland. Aber dennoch muss man sagen, diese Dinge prägen bis heute die Kultur und die Literatur und manchmal merkt man ja überhaupt gar nicht. Also dann sage ich halt immer, du müsstest dir mal vorstellen, wie das in Deutschland wäre, mit was für einem Humor, mit was für einer Leichtigkeit in Tschechien manche Dinge genommen werden. Und das wird selber vielleicht gar nicht gesehen. Mein Vorteil ist ganz klar, dass ich Dinge sehe, die man vielleicht nicht mehr sieht, wenn man länger im Land lebt. Okay. Jetzt sprechen wir natürlich noch mal kurz über die Literatur. Ich meine, ist ja natürlich das große Ding, sieht man ja auch schon am Titel, Kafka erwähnt. Und da sprichst du in dem Buch auch viel um den Kult, den es um Kafka natürlich gibt. Also er tritt ja wirklich in jedem Souvenirshop und in jedem Postkartenregal irgendwie auf. Wie stehst du dazu? Ich finde es in erster Linie gut, weil natürlich auch in Prag Kafka dadurch nochmal eine andere Wertschätzung bekommt, nicht mehr nur für die Touristinnen und Touristen, sondern mittlerweile halt auch für die Einheimischen. Da war Kafka vor 89 eine Persona non grata, der wurde nicht gelesen, der wurde wirklich nicht oder kaum rezipiert. Und das ändert sich. Dieser Kult ist im Grunde was Gutes, wenn man sieht, es gibt jetzt die Kafka-Band von meinem guten Kumpel Jaroslav Rodisch. Es ist also nochmal so eine Wiederentdeckung, ein Wiedergewinn. Und das ist nicht nur den Intellektuellen vorbehalten. Das finde ich vielleicht sehr schön daran. Ich muss sagen, es kann nicht genug Kafka geben. Und wenn dieses Merchandising drumherum ist, ich meine, was gibt's Tolles als eine blau gefärbte Kafka-Büste im Regal? Aber es gibt ja vielleicht auch noch ein paar andere Schriftsteller, von denen es
eine schöne Büste mal geben könnte. Also es ist ja quasi so der eine, um den dieser riesige Hype jetzt quasi gemacht wird. Ja, allerdings natürlich auch, muss man bedenken, weil Kafka natürlich nicht nur exzellent geschrieben hat, sondern für mich auch an so einer Schnittstelle ist. Also er war ein Jude, der in Prag gelebt hat und Deutsch gesprochen hat und gleichzeitig auch seine Arbeit auch Tschechisch schreiben musste. Da sind schon mal drei Elemente enthalten, die dieses Prag ja auch früher ausgemacht haben. Mhm. Ich habe gestern Pavel Kohout getroffen, auch einen der ganz großen Prager Schriftsteller. Der schreibt in seinem letzten Buch, ich bin kein Tscheche, ich bin auch kein Europäer. Wenn man mich nach meiner Nationalität fragt, dann würde ich immer sagen, ich bin Prager. Und ich habe ihn gestern gefragt, aber was meinen Sie damit? Und dann hat er gesagt, naja, das, was sich in Prag verbunden hat, wie verschiedene Menschen nebeneinander gelebt haben. Es gab das jüdische Leben, es gab das deutsche Leben, es gab das tschechische Leben. Das ist doch eigentlich so mitteleuropäisch, wie es nur sein kann. Und das war, es ist eine sehr steile These vielleicht, das war eigentlich Kafka, wenn man so will, ne? Also er vereint quasi alles und verdient damit die ganze Ehre und den ganzen Ruhm, der jetzt noch später auf ihn... Ja, offen gesagt bin ich gerade jetzt erst auf diese Idee gekommen, aber es könnte stimmen, ja. Na gut, ich meine, du hast ja ordentlich ein Jahr lang recherchiert, deswegen ist es hier eine durchaus berechtigte These. Ja. Dann gab es noch natürlich andere Persönlichkeiten in deinem Buch, die du kurz vorstellst, auch weniger bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und würdest du sagen, dass die tschechische Literaturszene unterschätzt ist? Sie ist insofern unterschätzt, als dass man natürlich auch wenig über sie wissen konnte bislang. Ganz einfach, weil es natürlich nicht so viele Übersetzungen aus dem Tschechischen ins Deutsche gab. Und ich sage ganz bewusst gab, weil das ändert sich ja gerade tatsächlich im Rahmen dieser Buchmesse sehr. Darüber freue ich mich, weil jetzt gerade hat man tatsächlich erstmals die Möglichkeit zu beurteilen, ist sie unterschätzt, ist sie überschätzt, gibt es die tschechische Literatur, wie ist die tschechische Literatur in so einem umfassenden Rahmen. Ich würde grundsätzlich sagen, unterschätzt auf eine gewisse Art und Weise, weil sie oft reduziert wird. Sie wird reduziert auf Kafka, sie wird, wenn es zu hoch kommt, reduziert noch auf Milan Kundera und natürlich gibt es viel, viel mehr und viel, viel spannend, viel, viele andere Autorinnen und Autoren, die genauso spannend sind. Und einen ganz interessanten Gedanken aus dem Buch fand ich auch, dass du da schreibst, dass es in Ländern wie zum Beispiel Russland, wo es wirklich viel auch Weltliteratur gibt, dass es dort möglich ist, sich seine ganze literarische Bildung aus der heimischen Literatur zu ziehen und dass das eben in Tschechien nicht oder noch nicht geht. Würdest du sagen, aus Sicht der Leserinnen und Leser, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass im eigenen Land eher so wenig und Literatur produziert wird und das so eine Randrolle spielt? Ich würde sagen, es ist weder Vor- noch Nachteil, es ist eine andere Situation. Das, was du wiedergegeben hast, ist ein Gedanke von Milan Kundera, den ich quasi nur in meinem Buch zitiert habe, wo er darüber nachdenkt, wie ist das denn mit den kleinen und den großen Literaturen? Ich würde sagen, es ist anders. Was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, man ist, glaube ich, wenn man sich nicht so auf die große, ewig lange, riesige Literaturgeschichte berufen kann, dann ist man natürlich nicht so arrogant und eitel. Und das ist etwas, was ich immer per se schon mal sehr, sehr schätze. Und das merkt man auch der tschechischen Literaturszene an. Wenn ich sie mit der deutschen vergleiche, da merkt man halt, es gibt einfach eine gewisse Gelassenheit, nicht immer, aber doch oft. Und es fehlt halt eine gewisse Eitelkeit, von der selbst ich mich nicht freisprechen würde, die man so als veröffentlichter deutscher Autor so hat. Wo man dann in Tschechien sagt, ja komm mal runter, setz dich mal und trink mal ein Bier. Das heißt, man steht weniger im Schatten von Goethe und Schiller, sondern nimmt es vielmehr als sich ein bisschen, dass man sich ein bisschen auch damit brüstet vielleicht. Würde ich sagen, ja, doch schon. Okay, interessant. Dann würde ich vielleicht mal noch kurz eine kleine Stelle aus dem Buch lesen. Jetzt habe ich denn meine Ausgabe abgelegt. Hier, da ist nämlich das Lesezeichen drin. Und zwar machst du ja auch diese große Kafka-Metapher auf. Ja. So ein bisschen und sprichst von einer Organisation, die so ein bisschen im Verborgenen arbeitet. Was ist daran eine Metapher? Ist es mir genauso passiert? Tatsächlich? Nein, ja. Ja, ich würde sagen, wir lesen erstmal ein kleines Stück, damit sich hier auch die Zuhörenden ein bisschen was drunter vorstellen können. Seite 71 würde ich anfangen bei Irgendwann. Ja. Und dann bis zum Ende der nächsten Seite. Okay. Irgendwann dann fing ich an, schwermütig zu werden. Ich kannte schließlich niemanden hier in Prag. Angekommen war ich jetzt, nur was brachte mir das? Zum ersten Mal stellte sich ein schales Gefühl ein, das ich in dieser Intensität vorher nicht gekannt hatte. Morgens war ich bester Laune, wenn ich aus dem Haus ging, doch mittags, fast so, als würde es manchmal genügen, die Seite des Flusses zu wechseln, war ich wie ausgetauscht, fühlte ich mich hundseinsam, wurde ich fast panisch vor lauter Alleinsein und fand dafür einfach keine Erklärung.
So seltsam sich das auch anhört, dieses Gefühl setzte sich fest und war irgendwann schon ein fester Bestandteil meiner Verbundenheit zur Stadt. Weil das aber kein Dauerzustand war, setzte ich mich eines Abends an den Tisch und formulierte ein Schreiben. Mein Brief an die Organisation war ein Resümee der ersten Wochen, verbunden mit der inständigen Bitte, mich über den weiteren Verlauf meiner Mission baldmöglichst zu informieren. Mein Aufenthaltsort war den Verantwortlichen ja hinlänglich bekannt. Auf den Umschlag schrieb ich: Organisation zur Pflege und Entwicklung der tschechischen Seele, Stichwort Seelenkunde, 11000 Praha 1. Genau, also es gibt eine Organisation, die irgendwie im Verborgenen wirkt. Mhm. Also weder der Leser noch du selbst weiß in dem Buch so richtig, was es damit auf sich hat. Ist natürlich die Anspielung auf den Prozess. Und das wiederum kommt ja immer in den Textstücken, wo wir in der Kneipe sitzen quasi, mhm, wo du ja auch zum Leser sprichst. Und für meinen Geschmack war das beim Lesen fast ein bisschen viel, so die Kulisse in der Kulisse. Sehr schön. Ja, war das dein Ziel tatsächlich? Ja, ich glaube schon, ja. Also die Idee, das Ding war, ich war wahnsinnig unter Zeitdruck, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen mit diesem Manuskript. Ich hatte mir das so einfach vorgestellt, so 20 Essays zu schreiben und dann gab es zwar schon viel Text, aber ich dachte, scheiße, es fehlt noch dieser Rahmen. Wie schreibe ich denn jetzt diesen Rahmen? Es soll doch eine Seelenkunde sein. Wie macht man das denn? Und dann kam ich auf die, okay, wie wäre das eigentlich, wenn ich dieses Jahr, was ich in Prag hatte, nehme und fiktionalisiere? Und zwar so fiktionalisiere, dass nicht nur Kafka, sondern ganz viele andere Elemente des tschechischen Erzählens irgendwie vorkommen. Und dieses Ich so durch diese Stadt taumelt und all diese Zustände erlebt, die ich in Prag erlebt habe, nur vielleicht in literarisierter Form. Und dann habe ich das geschrieben und dann war alles gut. Das heißt, was würdest du sagen, in Prozent, wie viel von dem, was das Ich da erlebt, hast du wirklich erlebt? Ich würde sagen, so zwischen 15 und 99%. Okay, alles klar. Ja, schön. Dann würde ich jetzt langsam zum Ende des Gesprächs kommen und da habe ich noch eine Frage, die sich jetzt nochmal auf den Titel bezieht. Ja. Warten auf Kafka ist natürlich auch metaphorisch gesehen, mhm, aber jetzt stellen wir uns mal nochmal vor, wir sitzen wirklich in der Kneipe und warten auf Kafka, ja, oder du. Ist es überhaupt jemand, den du wirklich treffen wollen würdest, so als Person? Ja, unbedingt. Ja. Ich glaube, der war wahnsinnig humorvoll. Er kam immer zu spät, das ist bekannt über ihn. Also er kam dann wohl angeradelt manchmal, wenn er so Ausflüge mit seinen Freunden machte, kam dann schon so lachend mit erhobenen Händen und dann war halt klar, ja, der Kafka wieder, ne, der Kafka, da brauchst keine Entschuldigung. Ich glaube, es wäre sehr schön gewesen. Also ich meine, wir hätten sehr viel über unsere Neurosen diskutieren können und ich glaube, es wäre nett gewesen. Das muss ein feiner, melancholischer und lustiger Mensch gewesen sein, glaube ich. Ja, ich dachte immer, er war auch so ein bisschen verhuscht irgendwie und wahrscheinlich, also ich glaube, verhuscht ist sogar tatsächlich ein Wort, das du auch verwendest. Möglich, in dem, also aber so den hätten wir, den würde man schon knacken können, das würde ja schon hinhauen, ja, ganz klar. Und schaffbar. Was hättest du gesagt, wenn er dann reinkommt, so als Begrüßung? Herr Kafka, das ist aber schön, dass Sie da sind. Sie trinken doch eigentlich gar kein Bier, oder? Wahrscheinlich sowas in der Art, oder? Ich hätte sowas gesagt wie, komisch, Sie sehen aus wie jemand, den ich kenne. Das ist natürlich gut. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir haben hier noch ein bisschen was in unseren Bierflaschen drin. Das heißt, wir machen es uns jetzt wieder gemütlich, trinken unser lauwarmes Bier aus und ich übergebe die Arbeit wieder zurück an die Annike. Vielen Dank, Martin Becker. Ich danke auch. Dankeschön.